Hallo Leute und willkommen zurück zu Dotec Part 1 Infection. Und mein Headset backt schon komplett rum. Und neues gibt's im Board. Schauen wir mal. Lass uns Tag spielen, bin ich dran. Autorzieren. Hätte nicht gedacht, dass du so weit kommst, Cop. Sorry, ich dachte, ihr Typen wärt alle total doof, Cop. Aber jetzt, wo ich hier bin, wird's nicht so ganz leicht. Cop. Lauschen der Zidane. Einer der vier Kopfkönige wartet den abscheulich goldenen Duft. Kopf. Komm allein, Kopf. Okay, da gehen wir gleich hin. Da gehen wir zuvor gleich hin, denn ich habe die vier Virus B, Kern B. Und außerdem hat sich auch mein Buch der 1000 auf Stufe 5 aufgestuft. Bei meiner Suche nach dem Viruskern. So, wir sind jetzt im Server sind jetzt. Okay, sind die richtig. Wartliste, wir wollen zum Goldkoppen. Genau hier, ja. Ein Stufe 10 Gebet. Er hat gesagt, sie sollen allein kommen. Also, kommen wir allein. Abscheulich golden Duft. Oh, ein Wassergebet. Playing tag with me is not a game anymore. Wann ich den Goldkoppen im Feld? Okay. Der Typ ist ziemlich schnell. Und? Ich habe eine Idee. Ich schau mal, was das für ein Symbol ist. Quicksime. Okay, das heilt mich nur, das bringt mir gegen den Goblin gar nichts. So, okay, Gegenstände. Weil die Rolle, die man ganz einfach bekommt, wieder der Tempo. Denn man braucht die nur von Freunden abtauschen, die haben unendlich viele davon. Okay. Sobald er in Reichweite ist. So, jetzt ist er glaube ich in Reichweite. Für einen Flammentanz. Und das war's mit ihm. Das Gebiet ganz gut gewasst. Für den Flammentanz. Ja, ja. Jetzt habe ich die Goblin-Handschuhe erhalten. Gut, das reicht, dann gehen wir wieder zurück. Aber bevor wir weiterziehen ins nächste Gebiet, zuerst einmal gehen wir hier lang. Zum Gegenstände daran. Mal schauen, was wir nicht brauchen. Wir brauchen. Eigentlich brauchen wir die ganzen. Also die Gruppe hinter. Die dadurch. Haben wir sonst irgendwelche speziellen Schätze? Nein. Eigentlich brauchen wir die ganzen Sachen alle nicht. Denn könnte ich eigentlich also alle verkaufen. Was ich jetzt auch machen werde. Denn das sind einfach nur Items, die ich bei meiner Suche nach den Viruskern gefunden habe. Okay. Ausrüstung bis auf ein paar Sachen, aber die sind auch nicht wichtig. Auch kein Schwein. Eishelm, davon haben wir ganze drei. Kaufen, Feuerkette haben wir eine. Brustrüstung, damit Feuer am Reif haben wir ganze fünf. Alle weg. Ratzen brauchen wir nicht und Wasserkarte brauchen wir auch nicht. Was wir für die haben dafür da. Mann. Wie 5 noch immer, obwohl ich schon 2 verkauft habe. Okay, dann kaufen wir schon einen bei den Typen. Gibt 150 Hilfe, davon haben wir. Wie haben wir davon noch? 20, das reicht noch. Kaufen wir noch 4 ein. Dann Auferstehungen, ganz viele Auferstehungen noch. 16 Auferstehungen. So, dann ganz viele Glückstritte. Ja, wir. So. Die sind nämlich viel zu billig. Ich will 80 noch, dann wir 99 haben. Dann mehr Feenkugeln. 16 Feenkugeln noch. Geist Ukraine brauchen wir nicht zu drinnen. Das war eigentlich schon, was wir brauchen konnten. Ich hab ziemlich viel Geld. Das wird. Ich bin
Also Geldprobleme werden wir vorübergehend keine haben. Ich kaufe mir nur hier noch ein paar Zauber. Denn ich will ein bisschen. Nein, den will ich nicht haben, denn das ist einfach nur. Wo ist der? Der hat den nicht. Verdammt. Willst du vielleicht tauschen? Da ist der. Der hat den. Du bekommst 2 Gehängte für mich. Dankeschön. Gut. So viel dazu. Dann schauen wir mal. Als nächstes speichere ich schnell. Speichern ist wichtig. Denn ich habe inzwischen den Viruskern gefunden. Gerade eben noch, bevor ich die Aufnahme gestartet habe. Noch den letzten Kern eingesammelt, den ich gebraucht habe. Und jetzt. Gut, die Gruppe. Da Beko ist nicht da, ist rufen stattdessen Sanjo. Und außerdem rufe ich meinen Lieblingscharakter, Elk. Und dann Wortliste. Ja, von innen enthülltes Gebiet. Und da gehen wir jetzt hin. Und jetzt, da wir ja genug Viruskerne haben, können wir uns da reinhacken. Komplett. Und wieder unsere coole Hack-Sequenz. Ich mag die Sequenz. Wie das Armband als eine Art Raumschiff dient. Ja, ich sag, das ist die Fluggerät dient. Ja, ich sag, das ist schon öfters, aber ich finde, das sieht einfach voll geil aus. Und außerdem kommt jetzt wieder unser geiles Matrix. Und auf einmal stehen zwei Typen hinter uns. Gut, ich denke nicht, dass hier auf der Ebene viel sein wird. Deswegen machen wir uns auf direkten Weg gleich mal zum Dungeon. Da ist noch ein Buff. Wie man auch immer es nennen, Abkauf. Sehr schön. Der ist super. Denn der erhöht unsere Angriffskraft. Und mein Headset hat schon wieder, spackt schon wieder rum. Ich hasse mein Headset. Ich brauche unbedingt ein neues. Das Mikro funktioniert noch einmal frei, glaube ich. Hoffe ich zumindest. Aber der Kopfhörer, die spacken schon rum. Stirb, du scheiß Zauberer. Und Sanjuro. Ach man. Gute Arbeit. Endlich ist ein Level gestiegen. Sehr gut. Oh, eine Kiste. Oh nein. Hoffentlich habe ich genug Glücksträte dabei. Das war keine Romagras. Leider. Und da kommt meine Frau meine Brustrüstung nicht getan haben. Das ist falsch. Ich gehe mal los. Und was mit der fette Hammer-Typ da? Verdammt, irgendeiner zaubert hier einen Lähmungszauber oder so. Moment. Elk! Erste Hilfe. Wow, was bist du denn für eine neue Valkyrie? Das geht schon mal überhaupt nicht. Ach du Scheiße, ich bin ebenfalls hier. Und was soll ich? Stirb du Quangel. Erste Hilfe. Verdammt, ich kann mich auch nicht bewegen. Jetzt
Wir sind. Den Typen mag ich alle. Gut. Dann öffnen wir die Kiste, Magierseele und der Tod. Gut. Und da haben wir noch ein Bärenkatzenei. Und hier noch Kiste. Wie viele Kisten gibt es hier noch? Eisfluss. Naja. Nicht gerade nützlich, aber egal. Nehme ich trotzdem mit. Ich sollte. Yes. What is it? Handeln. Hast du Tempospruch? Ja, du hast einen Tempospruch. Du bekommst dafür von mir eine Auferstehung. Yes. What is it? Und außerdem schenke ich dir noch die Auferstehung. Und du, Sancho, du bekommst auch ein paar Auferstehungen von mir. Gut. Denn falls hier ein schwerer Endgegner ist, kann so sehr nützlich sein, wenn die anderen genug Auferstehungen haben, mich wiederzubeleben. Im Notfall, oh mein Gott, Elk, erste Hilfe, Elk. Jetzt reicht's mir. Der Typ. Was? Verdammt, der ist schon tot. Also das ist Elk. Gut, gerade auf Elk einen Bogen gehen. Und ich glaube, da war jetzt noch einer von diesen komischen Typen, die hier rumgelungert haben. Mann, mein Headset macht mich voll. Wir waren um zwei von denen haben wir schnell vernichten. Quasi wieder mit ihrem Lebenszauber kommen. Den. Erste Hilfe. Und. Den darf nur beschwerden. Hörst du auf? Eben ist der Tote. Und du, Lamia Jäger, bist auch. Nein, ich hätte es nicht, denn das verfliegt den Rennen jetzt halt. Gut. Okay, wohin jetzt? Gehen wir nach rechts. Nach rechts. Stirb, 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 stirb. Gut gemacht. Ich sehe 80 und die anderen. Gut, dann gehen wir weiter hinunter. Und was haben wir? Nichts noch. Mann. Okay. Was ist denn das für ein fetter Wurmesch? Okay. Skills. Sehr gut, Elk. Das war nur der Babywurm. Ich möchte nicht die Große sein, okay. Ich benutze Benko. Okay. Super. Hier ist Wurm mit Eisstab. Mal schauen. Und dann. Was haben wir hier? Angerhandschuhe. Mal schauen. Ausrüstung. Da. Angerhandschuhe. Sind in der physischen Abwehr etwas besser. Und ich lerne statt Freiraum und Cruise. Naja, mal schauen. Was, ob mir welchen Zauber ich eher brauchen würde und mein Headset. Ich sollte mich nicht dauernd über mein Headset aufregen. Und noch mehr an der Handschuhe. Also scheint hier keine Rarität. Dann schauen wir zuerst mal geradeaus.
wahrscheinlich bin ich das Geistes, was damit in der Tauberische Blödsinn. Und dann gehen wir nach. Ja, ich will da. Ich will da lang. Ich will die Kisten da haben, die zwei. Nein, nicht. Nicht die Typen. Moment. Skills. Flammentan. Elk. Erst die Hilfe. Ah, verdammt. Elk ist gelähmt. Aber hat es geschafft, uns eine Proa zu heilen. Stirb! Verdammt. Bist du gelähmt? Ja, genau. Danke, Elk. Das war wichtig. Und jetzt bitte. Du warst gegen die Bewegung und Fahrt zu Fähigkeiten. Ja, und jetzt setzen wir noch wieder mit der Tote hier. Stirb. Ha, und okay. Gut, und dann noch die Kiste hier. Eisfluss, so ein Blödsinn. Ja, Männer von der Kiste. Öffne den Glücksrad und noch mehr Angel. Okay. Kann man ja eh verkaufen oder tauschen, was man will. Du hast jetzt Frost am Reihen. Eisturm, apropos. Oder was hat der Typ? Hat der Typ irgendwas Gutes? Na, nehmen wir den da mal. Nimmst du für das und die kriegt mal zwei. Gut. Und auf der anderen Seite noch was auch noch Gegner, hoffentlich nicht wieder so die Hammertypen. Sieht ja nicht so schön wie Mix, aber auch nervig. Man, jetzt stirb doch. Stirb, stirb und nochmal stirb. Gut. Tür auf, Sesam öffne dich. Und eine Kiste noch. Mit einem Eisfluss. Ja. Hätte besser sein können. Nein, hier nicht noch. Zuerst in die nächste. Ja, auch nicht. Glücksrad, öffne die Truhe und wir halten, welche eine Überraschung, andere Handschuhe. Da war, hat ein Angler seine ganzen Handschuhe hier gebunkert. Gut, egal. Lass mit dem Angler Angler sein und schauen, was hier abgeht. Oh mein Gott, es ist ein halber Schaukelstuhl. Und Löcher im Boden. This place? The room. It's gone. Epitaph Fragezeichen. Es wird den Schlüsselgegenständen hinzugefügt. It's like someone gouged everything that was here. No use staying here. I should head back. Ja, und dafür tut man sich die Anstrengungen an, Virusgeile zu sammeln. Für einen halben Schaukelstuhl und drei Löcher im Boden. Ja, so läuft das hier ab bei Dotik. Gut, dann das erste Mal. Wiederverkaufen. Ich habe eine neue Mini-Mail, aber die lese ich später. Verkaufen. Die behalten wir lieber noch. Postrüstung. Den kann ich hier nicht tragen. Und wir halten meine ist armreif. Kaufen wir auch. Und da behalten wir auch einen noch für Backwurst. Und den Stab mal schauen. Elk. Ausrüstung.
erst ein Level Star. Der hat 4 und 8. Und der Stab, den ich habe. Hier noch, den 9er. Ja, der ist schon 4 und 5. Nee, brauchen nicht. Können wir auch verscherbeln. Weg damit. Okay, dann kaufen wir wieder. Können wir wieder nachkaufen. Eine Finkugel und einmal Glücksgrad. Und 10 Auferstehungen. Gut. Davon haben wir noch genug. Und dann klar. Gut, dann zeige ich euch noch Schlüsselgegenstände. Hier im Moment. Wo ist das? Wo ist das? Nein, die Punkte haben, nein, die Euroscanner. Dario Buch 5. Chronik deiner Freunde, das sind zu Chroniken. Weil ich zeig's euch. Ich mache einfach mal die Dario Buch 5 auf. Und ja. Damit ich mit der Zeit den Part zu beenden. Ich zeige euch diese Animation und da sehen wir halt, wie viel Wert wir den Freunden schon geschenkt haben. Wir haben insgesamt schon mehr als 20.000 Gegen schon verschenkt. Und wir bekommen dafür halt Gegenstände am Desktop. Okay, ich zeige euch jetzt schnell noch die ganzen Bücher. Die Animationen können wir überspringen. Der zum Beispiel mehr als 40 Monster in der Liste. Er schafft auch einen Gegner. Bin 1 in diesem Block. Dann schauen wir zum Drehbuch 3. Hier geht es um die Namen. Mehr als 20 Namen eingetragen. Drehbuch 3 erschafft einen Gegenstand. Bin 1 für das Block. Mehr als 5000 geschickt. Drehbuch 3 erschafft einen Gegenstand. BGM 2. Mehr als 10.000 geschickt. Drehbuch 3 erschafft einen Gegenstand. Film Nummer 2. Limit wird erreicht. Also mehr kann ich in Dotec Part 1 nicht mehr stellen mit dem Buch. Mehr Items. Mal schauen, was haben wir hier. Mehr als 50 magische Portale geöffnet. Drehbuch erschafft einen Gegenstand. Bild 2. Mehr als 100 geöffnet. Wieder BGM 3. Und 150 magische Portale geöffnet. Und ihren Buch Gegenstand. Okay. Dann Buch 1. Anzahl besucht, mehr 10 Gebiete besucht, bla bla, Bild 3. Mehr als 20 Gebiete bekommt, BGM 04. Mehr als 30 Gebiete und ja, mehr als 5 Stunden Gesamtspielzeit. Umso mehr, dass wir spielen, umso bekommen wir auch Items. Okay, dann speichere ich hier für den Typen und im nächsten Part sehen wir uns dann am Desktop wieder, wo wir dann unsere Mails checken. Bis zum nächsten Mal dann, Leute. Ciao.